Recht herzlich willkommen zur 135. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind auf der Rampe und versuchen gleich nochmal den Start. Und diesmal wollen wir mal gucken, dass wir dann frühzeitig unsere Tanks absprengen, beziehungsweise wir nicht so sind, dass dann alles kaputt geht. Also dann legen wir, denke ich, einmal los. Das ist jetzt 3, 2, 1, go! So, irgendwas haben wir wieder falsch gemacht. Liegt, glaube ich, daran, dass wir die Rakete wieder gedreht hatten im Dingens noch. Ich habe es nicht geändert und ja, ist halt so. Lass mal gerade hier reinschauen, wie das jetzt aussieht. Na, das geht ja noch. Kommen wir, glaube ich, mit klar. Und 23.000. Können wir noch ein bisschen mehr. Ich drücke jetzt wieder die falsche Taste. Ist klar, ne? So müsste es eigentlich noch reichen, dass wir da rumkommen. Ja, jetzt ist das. Dass wir die Höhe gleich haben, aber die Dinger noch dran sind, weil wir super Vortrieb haben, ne? So, jetzt weg und jetzt rüber drehen. Und da können wir jetzt wirklich waagerecht gehen. So. Da sind wir nämlich schon irgendwo sonst wo. 221 Meter. Das sieht jetzt gerade nicht so doll aus. Das wird aber mal größer hier, oder? Hm. Okay. Jetzt können wir dies auch absprengen. Naja, vielleicht kriegen wir es noch hin. Das ist ja noch alles okay, denke ich mal. Jetzt wird das hier immer noch größer. Das wollen wir doch gar nicht. Hm. Dann würde ich mal sagen, lass uns mal ein bisschen aufrücken. Bis wir da vorne hinkommen. Und dann nochmal ausrichten und dann brennen. So. Dahin. Kriegen wir das jetzt noch gedreht? Ne, andersrum so rum. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir jetzt wieder beschleunigen. Dann müsste der Orbit ja kommen. Gut. Geht schon, ne? Keine Ahnung, wo Nimbus ist. Können wir jetzt aber auch erst abwarten. Da ist Mund, ne? Genau. Da müssen wir nur eine ganze Ecke wenn raus, ne? Da ist er. Gut. Aber wir lassen das erstmal hier weitergehen. Jetzt ist der Minimus weg. Aber ist jetzt auch nicht wild. Ja. Zweihundertsiebenundsechzig.
Bleibt konstant stehen. Wir brauchen jetzt eine Periapsis. Aber die müsste jetzt auch jeden Moment erscheinen, oder? Wo ist er? Na? Habe ich irgendwas verpasst? Da kommt's, okay. Und sollte reichen. Okay, dann müssen wir jetzt schauen, wie wir zum Minmus kommen, der ja dann da ist. Set as Target. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo an der sogenannten Schnittmenge gucken, dass wir irgendwo Längens hinkriegen. Wo schneidet der jetzt? Da? Mit Manöver? Nee, das wollte ich nicht. Jetzt wird es schwer, da dran zu kriegen, weil wir genau da drauf sind. Mach das mal gerade so. So. Ja, ich mach's lieber so rum gerade. Sehe ich nicht, wo er ist. Ist da eingesprungen? Kann er sein? 1,9. 1,7, 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 0,9, 0,8. Okay, da wird es wieder mehr. 0,8 war schon, glaube ich, der Top-Wert in dem Sinne. Da rechts sehe ich den noch. Da ist jetzt 0,2. 0,1. 0,0. Wunderbar. Das bedeutet, da sind wir schon mal richtig. Können wir aber auch so. Jetzt lassen wir den mal da, richten uns schon mal aus. Und gehen dahin. So sollte es passend, oder? Passend sein. So, 14 Minuten, dann können wir noch ein bisschen vorspulen. Zwölf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. So, 323 müssen wir brennen und ja, irgendwo da ist das, ne? Aber ich will hoffen, dass so ungefähr passt. Den müsste man mal größer schalten können, ne? Das wäre nicht schlecht dann. Gut, okay, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir sind noch 2 Minuten weg, sozusagen. Machen wir noch ein bisschen schneller. Und bei 1 Minute können wir, glaube ich, brennen, oder? So. Und dann geht's los.
Ja. Heben wir an. Das sieht ganz gut eigentlich aus, oder? ...150... ...130... ...120. So, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Und Stopp. Ich glaube, da können wir mit leben, oder? Wäre es noch ein ganz Tacken mehr, oder? Na so. Ist längst frisch, glaube ich. Den Manövernot weg. 1-0 steht er jetzt. Irgendwas ist da schief gelaufen. Hatten wir da nicht eben eine 0-0 stehen? Komisch. Ja, da müssen wir dann nochmal dran, ne? Also das kann weg. Die Periapsis kann auch weg. Brauchen wir auch nicht angezeigt kriegen. Zeigt er mir da noch mehr an, oder was? Oder sind wir das? Sind wahrscheinlich wir. So sind wir. Irgendwie ist das doch identisch, oder? Wo ist der Herr da hinten? Aber den haben wir doch. Unset Target. Ne, nicht Focus View. Das war jetzt eine falsche Idee. Backspace. Set is Target. Und da steht doch tatsächlich immer noch die 1-0. Aber eben hatte ich eine 0-0, meine ich. Aber okay, man kann sich ja mal vertun, ne? Dann müssen wir das halt nochmal korrigieren. Add Manöver. Ja, da ist schon die optimale Stelle in dem Sinne. Ja, da verstehe ich jetzt nicht, was da passiert ist. ...09... ...01... ...01... ...03... ...03... ...02... Warte mal, wenn... Da kommt die 04. Stopp, das wird zu viel. Da kommt auch die 04, das heißt... Hier irgendwo müsste die 03 am optimalsten eigentlich sein. Aber wir müssen noch irgendwie rumwandern. Hier ist 02. Da ist auch 02. Das würde bedeuten, hier irgendwo ist die beste Stelle. Boah, der wackelt so stark. Na, lass ihn da sitzen. Allerdings sind wir da und der ist da. Da müsste es eigentlich rein theoretisch auch so rum funktionieren, oder? Das wollen wir gerade checken. 06
06 03 03 Da ist 04 03, wann kommt die 04? Da kommt die 04. Na komm, ein bisschen dahin. So, jetzt nochmal den Punkt versetzen. Da ist 00. Und da kommen wir gleich vorbei. Gut. Müssen wir nochmal ausrichten hier. Ich habe die Vermutung, dass das hier ungefähr sein wird. In 3 Minuten ist das. Dann lass mal ein bisschen schneller gerade laufen. Zwei Minuten. Und Pause. Jetzt nochmal ausrichten. So sieht das eigentlich gut aus. Ein bisschen tiefer. Na komm. Jetzt könnte das schon passend sein, ne? Und dann haben wir noch 37, um das auszurichten. Das ist nicht viel. Lass mal gerade ein bisschen vor. So. Und dann machen wir da mal den Schub an. Und brennen das gerade runter, ne? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So. Den weg. Und 0, 0. Passt. Wunderbar, dann hat das schon geklappt. Ja. Jetzt müssten wir ein neues Manöver setzen, um da hinten zu ihm dahin zu kommen, ne? Add Manöver. Stopp, das war zu viel. Cabin Escape ist das. Okay. Gucken, wo wir da hin müssen. Da gibt es einen Punkt. Min muss. Also warte mal. Da anklicken und Focus View. Und dann kommen wir hinter ihm raus. Ja, ich denke mal, das ist gar nicht mehr so verkehrt. Wenn wir jetzt hier noch das Manöver hätten. Sieht man natürlich hier jetzt nicht. Da ist es aber. Wunderbar. Kurz ein bisschen rüber noch. Das... Ups, das war falsch rum. Stopp. Und das sieht richtig gut eigentlich aus, oder? Gut. Das ist jetzt nochmal eine ganz kleine Korrektur. Ah, die ist jetzt so schwierig, die Korrektur. Ah, jetzt geht er langsam. Gut. So fliegen wir da jetzt hin und dann ist alles gut, oder? Gut. Ja. In dem Moment, wo ich das jetzt hier aufnehme, schreibt der Dralo mir nochmal. Ich gucke mir das ganz schnell an, aber ich habe fast die Vermutung, dass ich da nichts machen kann. Du fragst dich, was es kann? Eine Menge. Weil ich schon losgeflogen bin. Na, jetzt hört er wahrscheinlich gerade irgendwie einen Ton, der da nicht reingehört. Zack. Drado hat mir geschrieben, die Satz sehen gut aus. Ja, jetzt kommt das SR Junior. Jetzt läuft wieder die Folge im Hintergrund. So. Ja. Guck ich mal.
Ja, jetzt habe ich das gemacht. Der Drado hat es dann mir auch nochmal geschrieben, dass ich das im Vehicle Building da das anders drehen muss und dann passt das schon. Ich hätte jetzt die Science Juniors noch anbauen sollen, schreibt er mir. Okay, und dann gibt es dann noch Hals- und Beinbruch. Danke, Drado. Gut, dann sind wir jetzt aber so weit, dass wir hier erstmal ausgerichtet. Nein, wir haben noch nicht ausgerichtet. Jetzt müssen wir das nochmal machen, wahrscheinlich durch das rübergehen, hat sich da jetzt was verändert. Ah ne, da habe ich noch nicht ausgerichtet insgesamt, glaube noch nicht, ne? So. Das passt jetzt. Und da sind wir so ungefähr dran, ne? Wir haben noch 8 Minuten Zeit für dieses Manöver. Das sieht aber alles ganz gut aus. Lass mal schneller laufen. Und ja. Gut, ich weiß nicht, ob ihr den Ton vom Dingens eben mitgekriegt habt, wo ich das nachgeguckt habe. Das kann sein, dass es nicht drauf ist. Ich weiß es aber nicht. Entschuldige ich mich, wenn für. Aber das kam jetzt dazu. Okay, aber so wie es aussieht, haben wir die Rakete ja einigermaßen gut unterwegs, ne? 4:30 haben wir noch. Und 3 Minuten noch. Und eine Minute noch. Ne, 2 Minuten. War ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Gut. Da müssen wir 900 rennen. Ich glaube, dann sollten wir jetzt schon mal anfangen. Ich glaube, wir sind. Das sieht so aus, als ob wir nicht ausgerichtet sind, oder täuscht das jetzt? Ne, wir sind ausgerichtet. Hier sieht man ein ganz bisschen das Blaue, ne? So, in Vollspeed und los geht's. So. Okay, 800. Aber jetzt. Jetzt. Sechshundert. Jetzt. 500. Jetzt. 400. Jetzt 300. Jetzt 200. Jetzt 100. Jetzt. Und jetzt müssen wir langsam gucken, dass wir hier gleich vorbeikommen. Und stopp. Da kommt er. Jetzt korrigieren wir das noch ein bisschen. Und gehen hier ein bisschen näher ran noch. Jetzt gehen wir noch mal ganz nah ran hier. Aber ich glaube, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich glaube noch ein ganz bisschen. So, und das ist es gewesen. Wunderbar, denke ich. Das sieht gut aus. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal so weit sind, dass wir da hinfliegen. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.